Grüß dich zurück zu einer kleinen weiteren Runde Dragon Age Origins. Wir sind da in Ostagar und werden uns dort einmal ein bisschen umschauen. Ja. Quartiermeister. Okay. Ansonsten haben wir da eh nichts. Okay, gehen wir es an. Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den... Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Erzählt mir etwas über Ostagar. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taryn Logan hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche, jede Menge wichtiger Persönlichkeiten. Kann ich hier irgendwo Ausrüstung bekommen? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Ich mache mich auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ostagar. Ja, das werden wir alles noch... Warte mal. Wo haben wir denn... Ich werde mir das nochmal extra Episode einlegen mit Lesen. Wow. Beeindruckend, ja. Templer? Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Na gut, dann leckt mich. Wein? Wiene? Bühne? Seid gegrüßt, junge Dame. Ihr seid Duncans neueste Rekrute, nicht wahr? Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Wynn. Eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Werdet ihr an der Seite des Königs kämpfen? Nicht direkt. Die Grauen Wächter stehen an vorderster Front, nicht die Magier. Aber auch wir haben unsere Aufgabe. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Habt ihr schon einmal gegen die dunkle Brut gekämpft? Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der dunklen Brut und dem Nichts? Ich weiß, dass das Nichts der Ort ist, an den man geht, wenn man träumt. Ja. Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir das Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die schwarze Stadt. Die schwarze Stadt? Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den Ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Und ist sie wahr? Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Zumindest ist es etwas, worüber man nachdenken kann. Ja, manchmal ist es weise, die eigenen Handlungen zu überdenken. Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Hier stehen wir zu dieser Stunde, ihr guten Leute von Ferelden, und beklagen den Tod, der viele erwartet.
Der Tod ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, meine Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern dem Erbauer gedient haben. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt und im Land hinter dem Nichts vor den Erbauer tretet, dann wird er euch nicht für unwürdig halten. Geht nicht freudig in den Tod, aber geht in dem Wissen, dass es euer vergossenes Blut ist, das das Böse aufgehalten hat. Und wenn ihr geht, um eure Plätze neben dem Erbauer einzunehmen, dann geht ihr mit unserem Segen, denn ihr werdet nicht vergessen sein. Meine Freunde, lasst uns unsere Häupter neigen und derer gedenken, die gefallen sind, sowie derer, die fallen werden. Aha, naja, das ist eine sehr interessante Rede, waren doch vier Soldaten um den Lungen. Na gut. So, wo müssen wir... Ah, der Quartiermeister ist dort... Besänftigter? Was ist denn das für ein Mist? Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Ah. Willkommen, junge Frau. Wer seid ihr? Ich bin einer der Besänftigten. Ich gehöre dem Zirkel der Magie an. Aber anstatt Zauber zu wirken und Bücher zu lesen, verbringe ich meine Zeit mit Verzauberungen. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Ihr sprecht ziemlich seltsam. Warum tut ihr das? Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Nein, nicht genau. Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen, und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Das wäre ja was. Das klingt nach einem grauenhaften Vorgang. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Wie wird man zu einem Besänftigten gemacht? Unsere Stirn wird mit Magie gebrandmarkt, wodurch unsere Talente und Gefühle ausgeschaltet werden. Soweit ich weiß, kann der Prozess nicht rückgängig gemacht werden. Lasst uns über etwas anderes reden. Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Ich geb für dich. Auf Wiedersehen. Okay, ich will aber da zum Quartiermeister. Wir haben ein bisschen was wir vielleicht abgeben können. Also, kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen, bevor du dich in den Kampf stürzt? Das Leben zieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Nun, wirklich zu schade. Aha, interessant. Ah, da ist der Quartierus Meisterus. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nö. Verdammt, wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Braucht ihr Hilfe bei der Suche nach diesem Mädchen? Ich bin mir sicher, dass ihr Besseres zu tun habt, als für mich durch die Gegend zu laufen. Ich finde sie schon. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Ach du Scheiße. Ah, das ist wieder... Gruppeninventar? Was?
Okay, da gibt's nichts. David, was ist mit ihm? Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Was hattest du denn erwartet? Nun, bestimmt keine Frau. Und doch bist du hier. Mein Name ist Davith. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hatte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Ritual? Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Vielleicht tun sie das. Wir werden es sehen. Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Sie zwingen dich, hier zu sein? Nachdem, wovor Duncan mich gerettet hat, kann ich nirgendwo mehr hin. Aber egal, es ist wohl Zeit, zu Duncan zurückzukehren. Ich werde da sein, falls du mich brauchen solltest. Brauchen wir ihn? Nö, glaube ich nicht. So, was haben wir als nächstes? Lazarett? Okay, da schauen wir auf. Das klingt uninteressant. Alles, was irgendwie uninteressant ist, da bin ich dabei. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer euch gewogen sein. So soll es geschehen. Jetzt wieder hört sie auf. Toll! Amme. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. Ich kann es in mir spüren. Wir gehen, sonst reißt es denn, oder dann. Naja. Ariel habe ich leider nicht da. Grüße. Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ja. Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Warum nicht? Die Korkari-Wildnis ist ein gefährlicher Ort. Umso mehr, da es dort jetzt vor dunkler Brut nur so wimmelt. Es heißt, die große Verderbnis hätte tief in ihren Wäldern ihren Anfang genommen. Einer unserer Speertrupps ist seit 3 Tagen überfällig. Es laufen Wetten, wer sie zuerst erwischt. Die dunkle Brut oder die Hexen der Wildnis. Hexen der Wildnis? Ja, genau. In dieser Gegend gibt es eine Legende über Flemmes, die abtrünnige Zauberin, die dieses Gebiet vor Jahrhunderten erobert hat. Sie vereinte die Chasen-Barbaren und marschierte ins Ackerland ein. Dann vernichtete der große Held Cormac ihre Armee mit seiner eigenen. Es heißt, er habe sich einfach... Ihre Töchter überlebten und wurden zu den Hexen der Wildnis. Der Legende nach suchen sie seitdem diese Gegend heim. Es ist vor allem abergläubischer Kram von geraubten Babys und saurer Milch. Glaubt ihr, dass diese Hexen existieren? Nur wenn es dunkel ist und der Wind ungünstig steht. Ich bin mir sicher, dass diese Patrouillen auf dunkle Brut gestoßen sind. Sie bietet genug Anlass zur Sorge. Auf jeden Fall möchte Duncan deshalb nicht, dass ihr da draußen herumwandert, solange er es nicht angeordnet hat. Na gut, jetzt wissen wir, da ist er. Kurz lang Blick. So, mein Kopfhörer ein bisschen leiser dran, mir haut es nämlich gerade die Ohren aus. Hundezwinger, der ist da vorn. Aschekrieger. Ich möchte mich nicht unterhalten, nicht vor Beginn der Schlacht. Bitte stört mich nicht bei meinen Vorbereitungen. Welche Vorbereitungen? Dumm rumstehen und nichts tun, oder was? Okay. Elf, wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taren Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Was wollt ihr? Ich hoffe, ihr habt nicht noch mehr Anweisungen des Taren. Redet ihr mit jedem so? Wenn ich mich danach fühle. Wenn ihr nicht von Taren kommt, was wollt ihr dann? Wir sind beschäftigt. Naja. Hab Dank. Die Jagd ruft und ich werde ihr nicht fernbleiben. Na bitte, jetzt wissen wir das auch. Gut.
Was ist da los? Danken? Ah! Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Brauchst du etwas? Dann geh Alistair suchen und sag ihm, dass es Zeit ist. Ich bin mir nicht sicher, wohin er gegangen ist. Und so wie ich ihn kenne, will ich das vermutlich auch gar nicht wissen. Oh. Wo ist der gute Mann mit dem jungen Gesicht? Am Arsch wahrscheinlich, ne? Königlicher Hochweg? Warte mal, mal ins Questbuch schauen. Ja, wo ist der Aas? Wo ist das Aas? Arscherl. Arscherl am Barscherl. Na super, jetzt kann man den Idioten wieder suchen. Ritter. Du hast nicht zufällig Alistair nah. Verwundeter Soldat, elfischer Bote, Ritter, Soldat, Soldat, Jory, wer ist denn das schon wieder? Bist du? Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Nein, bin ich nicht. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde und ich bin am Verhungern. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Neue Quest. Ja, aber ich würde zuerst einmal in Alistair suchen. Wer weiß, wo sich dieses Aas wieder umtreibt. Bist du Alistair nah? Alistair. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg, Narr. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Wie bitte? Ach, nichts. Ich versuche nur, die Vorteile von all dem zu finden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Wir kennen uns nicht. Ihr müsst Alistair sein. Und dann seid ihr wohl Duncans neuer Rekrut. Erfreut euch kennenzulernen. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Was könnt ihr mir über den Beitritt erzählen? Ganz ehrlich? Gar nichts. Macht euch keine Sorgen. Es würde euch nur ablenken. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, dass es bei den Grauen Wächtern immer nur sehr wenig Frauen gab. Woran das wohl liegt? Ihr hättet gerne mehr Frauen bei den Wächtern, oder? Wäre das so schrecklich? Ich bin doch kein sabbernder Lüstling oder so. Seht mich nicht so an. Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Jeden Tag, wenn ich auf die Straßen aussehe. Und ihr?
Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Okay, da haben wir einen Alistair. Wir werden jetzt da speichern. Genau, und beim nächsten Mal werden wir uns diesem Ritual stellen. BZW, wir könnten versuchen, die eine Quest da unten mit dem Gefangenen zu machen. Wegen der Essensration. Also dann, danke fürs Zuschauen und Baba. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Baba.